Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde da draußen. Hier ist der Stolli, hier ist ein neues Concussion Protocol. Wir sind offiziell im Super Bowl-Modus angekommen. Und natürlich wissen wir, dass die Patriots dabei sind. Das ist ja eigentlich jedes Jahr so. Und wir freuen uns, dass die Eagles dabei sind. Und ich sage euch mal was, die Eagles kriegen heute einen ganz besonderen Platz in dieser Show. Tatsächlich, ich werde mich heute ein bisschen mehr mit den Eagles beschäftigen, vor allen Dingen mit einer Person und die heißt nicht Nick Foles. Lasst euch also überraschen. Ansonsten gibt es das bunte Programm, wie ihr es gewohnt seid und auch heute wieder mit Stolle ganz allein, weil, ey, die anderen Leute haben schon wieder alle keine Zeit. Yannick, keine Zeit. Flo, keine Zeit. Muttern, keine Zeit. Ey, was soll's? Na, machen wir es alleine, ne? Das ist eine ganz intime Geschichte hier zwischen euch und mir. Insofern würde ich sagen, los geht's! Ja, Freunde, ich habe euch versprochen, das wird heute eine tierische Sendung. Hier wird ordentlich gevögelt heute. Es geht um die Eagles. Die kriegen von mir heute besonders viel Liebe. Und das Hauptthema heute für mich bei den Eagles und überhaupt in der ganzen Super Bowl-Geschichte ist ein Mann und nur ein Mann. Und der heißt nicht Nick Foles. Er ist auch nicht LeGarrette Blount oder J.J. Der heißt Doug Peterson. Doug Peterson, Doug, der Leader der Underdogs. Oder Underdogs, wie wir bei uns im Footballereishop sagen. Also kauft da gleich mal ein. Das ist eine geile Geschichte und ich habe mir überlegt, den stelle ich euch mal ein bisschen vielleicht näher vor, weil im Endeffekt, klar, über Belichick brauchen wir nicht mehr reden. Da ist alles gesagt, da wissen wir alle, was das für eine Granate ist. Der geilste Coach ever. Aber bei der Frage, wer könnte denn sein Nachfolger sein? Ja, vielleicht der Mann? Doug Peterson? Könnte das wirklich sein? Also erstmal muss ich mich aber, bevor ich da ins Detail gehe, entschuldigen bei allen Eagles-Fans, denn ich gehörte zu denen, die nach dem Aus von Carson Wentz dachten, das wird nichts. Das wird nichts. Da sind jetzt dann doch zu viele Spieler weggebrochen und dein MVP-Quarterback, den kannst du so ein bisschen wie die Raiders zu 16. Und dass es eben nicht so ist und sie jetzt im Super Bowl stehen, mit Nick Foles, mit allen möglichen Backups, das haben sie vor allem ihrem Head Coach zu verdanken. Deswegen ziehe ich vor Doug meinen Hut, der alte Packerbacker. Und erzähl ein bisschen mehr über Doug. Wer ist dieser Doug Peterson? Wer ist dieser Mann, der da so unscheinbar an der Seitenlinie wirkt? Ja, tatsächlich, Doug Peterson, jahrelang Quarterback in der NFL, ist eigentlich selten gespielt. Tatsächlich hat er in 12 Jahren NFL es auf 12 Touchdown-Pässe gebracht. Hatte 17 Starts, ich glaube 9 für die Eagles, 8 für die Browns, 3 Siege als Starter, Wahnsinn. Selbst 95, alle Fans von Düsseldorf Rhein Fire werden sich erinnern, in der ersten Saison der Rhein Fire war er dort Quarterback und selbst dort aber nur Backup. Also, er war jetzt nie die Granate. Aber Doug hat ein riesen Plus. Er war immer ein guter Lehrling, er war immer ein guter Zuhörer. Er hat mit von Dan Marino gelernt, von Brett Favre gelernt, von Stan Humphries schon am College gelernt. Er hat später dann das anwenden können, all das, was er gelernt hat, dieses Zuhören, war quasi der Coach auf dem Feld für Donovan McNabb, bis der ready war. Und in seiner zweiten Amtsperiode in Green Bay war er wirklich so ein Teacher für Brett Favre. Also es war wirklich so, das hat auch Andy Reid mal in einem Interview gesagt, dass er sagt, ich habe ein Spiel gesehen im Fernsehen, der Packers, und da sah ich plötzlich, wie Brett Favre vom Platz kommt und direkt zu Doug Peterson rennt und sich von ihm erklären lässt, guck mal, hier, das und hier. Und in dem Moment wusste ich, weil Andy Reid kannte Doug Peterson ja schon aus seiner ersten Amtszeit in Green Bay und aus Philly, und in dem Moment wusste ich, der Typ wird ein Coach. Ist dann auch wahr geworden, ne? Nach, ich glaube, 3-4 Jahren an der Highschool als Head Coach hat Andy Reid ihn geholt. Dann war er auch noch erst Quality Control Coach, lieber Blub, und dann bei den Chiefs irgendwann 3 Jahre OC. Und jetzt ist er im zweiten Jahr Head Coach bei den Eagles. Und das Lustige ist, dass sich die Leute so lustig gemacht haben über Doug Peterson. Weil in einem Opening PK sagte Jeffrey Lurie, es ist jemand, der mit einem Open Heart auf die Leute zugeht. Er hat Emotional Intelligence. Das klingt natürlich für alle Medien so, what the fuck, was wollen wir? Wir brauchen einen Coach.
und kein Kindergartenerzieher hier. Als Nachfolger von Chip Kelly wollten sie wahrscheinlich einen, der da bum bum rumble bum bop und ordentlich aufräumt und nicht den netten Dougie. Haben sich über ihn lustig gemacht. Noch vor dieser Saison hat Michael Lombardi, der selbst ein paar Jahre bei den Patriots gearbeitet hat, GM war in der NFL-Experte, der hat gesagt, wenn es gibt, Doug Peterson ist der unqualifizierteste Head Coach, den er je gesehen hat, so ungefähr. Herrlich. ESPN hat ihn in ihrem Coaching-Ranking nur auf 26 gehabt vor der Saison. Also der arme Kerl musste echt viel, viel einstecken. Ja, und jetzt steht er da und sagt, who's laughing now? Ja. Also ich bin schwer beeindruckt von allem, was er da gemacht hat. Adversity, also wirklich die ganzen Verletzungen, die die Eagles hatten, ja, vielleicht waren es nicht so viele wie Washington, Baltimore oder New Orleans, aber wer sich verletzt hat, ist ja entscheidend. Darren Sproles war der erste große Spieler, der sich verletzt hat. An den erinnert sich mittlerweile keiner mehr. Wir sagen, guck dir das Laufspiel an, wie geil das ist. dann natürlich Peters, der Left Tackle. Vielleicht der beste, aber definitiv einer der drei, vier besten Left Tackles im Game. Den dann einfach mal so zu ersetzen, auch nicht so leicht. Hicks, der Linebacker, so quasi der Emotional Leader der Defense. Noch ein paar andere, aber natürlich allen voran noch Carson Wentz, MVP-Kandidat. Und ja, die Eagles spielen einfach weiter und spielen ihren Stiefel runter. Was wir jetzt von Nick Foles gesehen haben, war beeindruckend. Mich hat das Spiel gegen Atlanta noch nicht so umgehauen. Da war es für mich noch offensichtlicher, dass das Coaching, das Play-Calling wirklich Nick Foles dahin geführt hat. Aber jetzt, eine Woche später, sage ich, ja, es war wieder eine Menge Coaching, aber trotzdem hat Nick Foles einfach auch wirklich toughe Throws gut executed. Also er hat neben dem Coaching einfach auch eine Menge Selbstbewusstsein in den Jungen wieder reingepumpt, dass er die Würfe anbringt und dass er es macht und dass er eben jetzt bei dritten Versuchen auch so ordentlich spielt wie sein Vorgänger. Also das finde ich extrem, extrem beeindruckend, wie er das gemacht hat. Diese Mischung, dieses Play-Call, er hat einfach die West Coast Offense genommen. Wie gesagt, so, die habe ich irgendwie ein Leben lang gelernt, studiert, analysiert und jetzt packe ich da, je nachdem, was ich für Spielermaterial habe, eben entsprechende, ja, eher noch so College-Schemes rein, ne? Dieses Run-Pass-Option, Zone-Reads. Also wirklich Pässe, die es der Defense quasi unmöglich machen, sie zu verteidigen, die vielleicht nur ein paar Yards bringen. Aber man bewegt sich. Und diese Pässe wiederum nehmen Aggressivität aus der Defense raus und dadurch gibt es dann Möglichkeiten, auch mal tief zu gehen. Ja? Und selbst im Run-Game ist er extrem variabel. Nicht nur, dass er damit mit Jai Blunt und Clement drei unglaublich variable Spieler hat und wirklich jeder hat seine Stärken, die er sehr gut einsetzen kann, sondern auch hier, da gibt es mal den Guard, der pullt, dann gibt es einen Power Run, dann gibt es einen Zone-Block. Also es wird völlig verschieden. Es ist extrem schwer, sich darauf einzustellen, was die Eagles machen. Wer kriegt jetzt was für einen Spielzug, was für einen Spieler? Das finde ich unheimlich spannend. Habe es am Montag in der Sendung schon erwähnt. Die Eagles stehen als erstes Team seit 96, damals die Packers, mit Doug Peterson natürlich, im Super Bowl ohne einen 1000-Yard-Receiver oder Running Back zu haben. Also das finde ich schon extrem beeindruckend. Deswegen muss ich sagen, Chapeau, Doug. Machst einen geilen Job als Playcaller, machst einen geilen Job auch als Mentor. Ich glaube auch als Zuhörer ist er genau das. Das habe ich in vielen Interviews jetzt gelesen, die Leute sagen, der Typ weiß uns zu motivieren. Der Typ hat immer ein offenes Ohr. Und im Gegensatz zu seinem Vorgänger, den das alles überhaupt nicht interessiert hat, für den Spieler eigentlich nur Zahlen waren, ist der wirklich für die Jungs da. Das finde ich einfach, das ist, wie schwer ist es, Head Coach in der NFL zu sein? Wie schwer? Das ist ein tougher Job. Und dann zu sagen, ich bin nicht nur der Head Coach, der den ganzen Laden schmeißen muss, sondern ich mache auch noch den Playcaller. Ja, frag mal seinen Vorgänger, wie gut das funktioniert hat. Oder Ben McAdoo in New York, wie gut das funktioniert hat. Also das ist ein richtig tougher Job. Und wenn ihr dann noch deinen Superstar Quarterback wegbricht, oh, dann wird der Job nicht leichter. Also echt, echt geil, was er gemacht hat. Ich bin mir sicher, in allen Coach-Rankings wird er nächstes Jahr sehr weit oben stehen. Und ich glaube, mit dieser Art zu spielen, auch mit dieser Aggressivität bei dritten Versuchen, die Eagles sind so gut bei dritten Versuchen. Und nicht nur einfach, weil sie die richtigen Plays machen, sondern weil sie auch
viel aggressiver die Plays callen als viele andere. Die wirklich schauen, dass sie da irgendwie so das First Down kriegen. Nee, komm, gib ihm, boom. Ich glaube, dass genau das die Chance ist, tatsächlich die Packers zu schlagen. Sie haben eine D-Line, die es sowieso schafft, Brady unter Druck zu setzen, ohne blitzen zu müssen. Und wenn du eine Offense hast, die eben nicht das macht, was Jacksonville gemacht hat, und sich ausruht und guckt, lass mal jetzt hier nicht übertreiben, wir fühlen ja, ist ja gut so, sondern sagt, ey, pedal to the metal, Freunde, gib Gas hier. Mama said, knock you out. Ich glaube, die Eagles können es mit Doug Peterson tatsächlich reißen. Dazu reden wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch sehr, sehr viel in der Footballerei. Aber erstmal wisst ihr jetzt ein bisschen mehr über Dougie Peterson. Guter Mann, guter Coach, für mich tatsächlich einer von denen, ich sage, könnte durchaus eine sehr lange Karriere in der NFL haben. Fängt schon mal richtig ordentlich an. Ne? Das war für mich heute das Hauptthema. Also gar nicht spektakulär. Gar nicht, heute kein Bashing, sondern einfach nur Liebe. Nur Liebe. Ja, Doug Peterson und für die Eagles. Ja, Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob ich auch von den Eagles-Fans Liebe zurückbekomme. Die sind ja eher für Tough Love. In diesem Sinne. Ja, Freunde, ich bin halt ein bisschen bewegungsfaul. Ich habe es mit dem Rücken, deswegen sitze ich hier. Mir bewege ich mich einfach immer nur so 10, 20 Zentimeter. Ich habe auch keinen hier wie einen Yannick, der mich immer scheucht und komische Positionen sich hier aussucht im Studio. Ich bin halt echt faul. Deswegen passt aber jetzt, denn wir kommen zur, darf nicht fehlen, Wurst der Woche. Da musste ich ein bisschen suchen, ein bisschen überlegen, wie kann man denn da nehmen. Ich meine, im Endeffekt reden wir über die Championship Games. Die Jungs, die da hingekommen sind, sind ja nicht ohne Grund da hingekommen. Aber die Entscheidung ist gefallen. Es sind die Herren Ramsey und Boye, Cornerbacks der Jacksonville Jaguars. Denn tatsächlich haben sie Brandon Cooks 100 Yards zugelassen. Und dann waren da auch nur 68 Yards Pass Interference Penalties. Ja, bei der einen bin ich mir sicher, die hätte man einfach nie pfeifen dürfen. Aber es steht nun mal auf dem Papier so. Und man muss sagen, 100 Yards, da haben sie beide nicht immer gut ausgesehen, hatte, glaube ich, keiner so kommen sehen. Und wenn man dann schaut, dass sie die Woche vorher gegen die Steelers auch richtig massig Yards und Touchdowns haben zugelassen, man muss dann sagen, sie haben sich genau den falschen Moment ausgesucht, um dann doch nochmal eine Schwächephase zu haben. Sind jung, sind unglaublich talentiert und sicherlich zu Recht gehören sie zu den besten 2-3 Cornerback-Duos der NFL. Aber die Jungs werden in dieser Offseason garantiert hingehen und sagen, ey, die letzten beiden Spiele können wir besser machen. Motivation ist also dafür nächste Saison. Und deswegen tut mir leid, aber für euch reicht es diese Woche nur für die Wurst der Woche. Jetzt geht es um den Shane Falco Memorial Award. Den gibt es auch diese Woche, zum vorletzten Mal die Saison. Auch hier musste ich lange überlegen, wen nimmt man denn da, welchen Spieler, wer hat sich denn empfohlen als jemand, der nicht so häufig im Rampenlicht steht. Können wir jetzt nicht Nick Foles nehmen als Quarterback, das wäre ein bisschen einfach und langweilig. Ich habe mich tatsächlich entschieden für Chris Long, D-Liner der Eagles, lange schon in der Liga dabei, hat natürlich das richtige NFL-Blut in den Adern, Papa Howie war eine Legende bei den Raiders. Bruderspiel, alle spielen NFL in der Familie, wahrscheinlich auch die Mutti und Tante Emma auch. Aber der Chris, der war ja eigentlich schon kurz davor zu sagen, reicht, hab genug NFL gemacht, genug gespielt, ist dann doch nochmal an Bord gegangen, spendet sein ganzes Gehalt dieses Jahr für Charity, große Sache, sehr, sehr geile Sache, können sich auch nochmal eine Scheibe von abschneiden, statt immer nur Kohle für Suff und Weiber auszugeben. Aber der Chris hat gegen die Vikings auch ein richtig geiles Spiel. Er ist ja kein Starter. Hatte, glaube ich, nur knapp über 30 Snaps in diesem Spiel und trotzdem 5 Quarterback-Hurries. Und mit einem davon hat er ganz klar den Pick 6 eingeleitet, der am Ende des Tages, der Anfang vom Ende für die Vikings war. Also Chris Long, fettes Spiel gehabt. Also wenn man in Anführungsstrichen so wenig auf dem Platz ist, aber so viel Ärger bereiten kann dem Gegner, dann hat man alles richtig gemacht. Insofern, Chris Long, hast du verdient, ein Adler bekommt den Shane Falco Memorial Award der Woche. Und das nicht zum ersten Mal. Und da fällt mir auch ein, was mache ich eigentlich nächste Woche? Dann gehe ich denn nächste Woche diese ganzen Awards, muss ich echt für den Pro Bowl so einen Scheiß auch machen?
Vielleicht habt ihr eine Idee, wie man nächste Woche belohnen könnte, wenn es denn nur den Pro Bowl gibt. Verdammter Mist. Also. Kommen wir zur nächsten Rubrik. Back to School. Hab's euch versprochen, gibt jede Woche College Football. Gibt ja jede Woche auch irgendwas zu erzählen über College Football. Ganz aktuell, die Welt redet über den Super Bowl und über den Pro Bowl, wobei darüber redet die Welt überhaupt nicht. Aber egal, was viel spannender ist der Senior Bowl. Eines der großen, nennen wir es mal All-Star-Games im College-Football. Es gibt da nicht wirklich All-Star-Games, aber es gibt verschiedene Bowl-Games. Das East-West-Trine-Game ist so eins, der Senior Bowl ist so eins, wo eben Kids eingeladen werden, die später in die NFL wollen, die aktuell in die NFL wollen. Und wie es der Name schon sagt, Senior Bowl. Hier sind nur Seniors am Start, also nur Spieler, die tatsächlich die komplette Karriere am College durchgezogen haben, nicht früher rausgehen, um in die NFL zu kommen, sondern wirklich Seniors, die wirklich ihr Abschlussjahr hatten. Nur die sind dabei, deswegen also nicht wundern, wenn der ein oder andere, Sam Darnold zum Beispiel, gar nicht am Start ist, sondern hier sind nur Seniors. Und ich will euch einfach mal ein bisschen erzählen, wer denn da so am Wochenende besonders im Fokus steht, für mich und auch für viele Coaches. Da gucken wir natürlich ganz besonders auf die Quarterbacks, aber auch den einen oder anderen Sleeper, der sich da vielleicht entwickeln könnte, habe ich für euch in der Tasche. Fangen wir doch mal an. Ganz oben steht natürlich Baker Mayfield. Klar, alle wollen sehen, Baker Mayfield kriegt quasi das erste Mal Coaching von NFL-Coaches. Die Leute wollen vor allen Dingen wissen, wie kann er in einer Pocket spielen, in einem NFL-System? Kann er sich auch da so anpassen, wie er es in den letzten Jahren immer besser am College gemacht hat? Ist er wirklich ein First-Round-Pick? Das wollen im Endeffekt alle sehen. Das wird sehr spannend zu sehen. Und da ja die Broncos unter anderem zu den Coaches gehören beim Senior Bowl, da könnte hier so eine Connection entstehen. Ne? Also ihr wisst schon, da wird man drüber reden in den nächsten Wochen und Monaten, wenn denn der Baker überzeugen kann. Auch Josh Allen ist dabei, Quarterback Wyoming. Ähnliche Geschichte. Auch bei ihm will man sehen, ist er wirklich das, was alle glauben, dass er wirklich ein First-Round-Talent ist. Habe ich schon mehrfach drüber geredet, ist ja nicht gerade von der größten Uni. Wyoming hatte ein ziemlich bescheidenes Jahr. Aber alle Scouts sagen, der Typ hat alles. Hat alles. Wenn du dem nur ein bisschen Zeit gibst, ey, dann ab, Rakete durch die Decke. Wollen wir sehen. Wollen wir sehen. Beim Senior Bowl wird es also vor allen Dingen darauf ankommen, dass er ein bisschen seine Accuracy, ein bisschen daran gearbeitet hat. Und er muss es wohl lassen, so ein bisschen, er wirft gerne in Windows, die ein bisschen zu eng sind, die dann in der NFL nicht mehr da sind, weil einfach die DBs viel zu schnell sind, die Linebacker viel zu schnell sind. Also diese Forced Throws, die muss er lassen, darauf will man sehen, wird man achten. Auch Luke Falk ist dabei, Washington State, galt ja auch gerne mal als so ein Long Shot für die erste Runde. Für mich eher ein System-Quarterback bei dem Coach, den er da hat, Mike Leach, der war vorher Texas Tech und alle Quarterbacks, die daraus kamen, haben jetzt nicht wirklich die große NFL-Karriere hingelegt, wenn überhaupt NFL. Insofern bin ich bei ihm skeptisch, wurde auch mehrfach gebencht diese Saison. Trotzdem geht er eben als durchaus talentiert. Hier muss er zeigen, dass er wirklich alle Würfe kann, dass er einen vernünftigen Arm hat, denn die Offense, die er spielt, die setzt vor allen Dingen auf Yak. Yak. Also Yards after Catch, kurze, sichere Pässe und dann sollen die Jungs Action machen. Also ich glaube tatsächlich hat er unter 40% der Yards, die er tatsächlich geworfen hat, sind wirklich durch die Luft entstanden. Insofern, wenn man da sehen, kann er wirklich the next step nehmen. Ist er wirklich einer, den man in der NFL ernst nehmen könnte oder ist er einer von vielen Prospects, wird am Ende irgendwo 6., 7. Runde landen. So viel zu den Quarterbacks. Einen habe ich noch, den gebe ich euch jetzt bei den Steelers mit. Da habe ich nämlich drei, jetzt muss ich überlegen, nein, sogar vier Spieler habe ich aufgezählt. Vier Spieler, weil wir wollen ja auch die Defense nicht ganz vergessen. Kommen wir zu den vier Steals. Und da fangen wir doch einfach mit der Defense an, oder? Machen wir einfach mal. Quinn Blanding, Safety Virginia. Als er aus der Highschool kam, galt er als eine ganz große Nummer, hätte überall hingehen können, hat sich entschieden, er bleibt quasi zu Hause. 4 Jahre komplett abgerockt, fast 500 Tackles abgerockt, 10 Interceptions, hat so ziemlich die ideale Size für einen Safety in der NFL, ist ein knallharter Tackler, wie man sie liebt in der NFL, Stärke vor allen Dingen an der Line of Scrimmage, da spielt er richtig gut, hat aber auch die athletischen Fähigkeiten, um eben, ja, nennen wir es mal so schön, so ein Centerfielder zu machen. Insofern, das könnte einer sein, der mit einem richtig guten Senior Bowl
schön in die erste Runde reinrutscht. Guckt ein bisschen auf den Quinn Blanding, Virginia. So der Defender, den ich hier auf der Liste habe. Dann habe ich auch noch einen Wide Receiver für euch. Jaleel Scott, New Mexico State hat der gespielt. Ist, ja, nicht besonders groß, die Uni, nicht besonders bekannt, die Uni. Aber der Mann ist 6 Fuß 6. Das heißt, der ist so groß wie ein Haus. Fette Yards gemacht. Und dann kommt natürlich immer die Frage, ja, aber die Competition, die ist ja nicht so doll. Aber tatsächlich, als sie gegen Arizona State gespielt haben, gegen Arkansas gespielt haben, hat er in dem einen Spiel 8 Catches für über 100 Yards und einen Touchdown gehabt, in dem anderen 9 Catches für über 100 Yards und einen Touchdown. Also auch gegen vermeintlich bessere Gegner hat er abgeliefert. Und für einen großen Receiver ist er wohl sehr, ja, elusive und ein guter Route Runner. Also lassen wir uns überraschen, ob der Junge auch überzeugen kann, die Scouts beim Senior Bowl. Wenn ja, kann also auch ein junger Mann von New Mexico State durchaus noch in die erste Runde reinrutschen. Und dann noch zwei andere für euch. Running Back darf nicht fehlen. Ito Smith, Southern Miss. Ja, die Uni, zu der einst Brett Favre gegangen ist, lang, lang ist her, ist bei allen Scouts auf der Uhr, ist so ein Typ, der so ein bisschen alles kann, hat gute Balance, hat ordentlich Speed, kann auch nochmal einen Gang hochschalten, ist elusive, hat auch gute Vision, also ist nicht so unbedingt der Runner, der jetzt so Schulter runter, Kopf runter, boom, sondern durchaus eher der abwartende Typ, der wartet, bis sich die Lücke findet. Patient Runner nennt man das, glaube ich. Ist eine absolute Granate. Wie gesagt, war halt auch nur nicht die größte Uni, auf der er gespielt hat. Wird sicherlich nicht in der ersten Runde weggehen, glaube ich nicht. Aber mir fallen da auch andere Running Backs ein in den letzten Jahren, die zweite, dritte, teilweise vierte Runde gegangen sind und die sich jetzt nicht so schlecht gemacht haben in der NFL. Gerade letztes Jahr, ne? Ich sag nur Williams, Jones, Hunt, Kamara. Also Ito Smith ist einer, wo ich sage, auf den müsst ihr achten. Und wenn euer Team den draftet, dann habt ihr da auf jeden Fall einen Steal am Start. Definitiv. Und zu guter Letzt auch hier noch ein Quarterback. Einer, der eben auch nicht für ein großes Team gespielt hat, nämlich auch in der quasi zweiten Liga für die Richmond Spiders in Virginia. Kyle Loletta. Ja, zweite Liga. Da fallen dann jedes Jahr quasi gute Quarterbacks ein, die dahergekommen sind und die es trotzdem in die NFL geschafft haben. Joe Flacco, Jimmy Garoppolo oder zuletzt Carson Wentz, keine Frage. Hat die super Größe, 1,91, knapp 100 Kilo, ist gewohnt in einem Pro-Style-System zu spielen, also genau das, was die NFL so gerne mag. Hat in seiner ganzen Karriere knapp 64% seiner Pässe angebracht. Sehr schneller Release, also ähnlich wie Garoppolo. Liest die Defense sehr gut, ähnlich wie Garoppolo. Und nicht der Mörder-Monster-Arm, ähnlich wie Garoppolo, ihr merkt schon. Ja, also hier hat er die Chance, Kyle Loletta zu beweisen, dass er durchaus zu den Großen dazugehört. Sehe ihn nicht in der ersten Runde, ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Aber das ist durchaus ein Quarterback, der in der zweiten, dritten Runde landen kann, wo viele dann vielleicht erstmal sagen, wer jetzt? Richmond? Wo aber das Team, das ihn draftet, ganz klar einen Plan hat. Und ich glaube, das ist so ein Typ, der zu so einem Team kommt, das eben für 2-3 Jahre plant erst. Ne? So ein Team haben wir ja einige davon, wo der Quarterback, der aktuelle Quarterback, nicht mehr der Jüngste ist, wo man den Nachfolger schon sucht und ihn dann so ein bisschen teachen will für 1-2 Jahre. Ich glaube, das ist so einer. Kyle Loletta, merkt euch den Namen. Das war's diese Woche für Pack to School. War ja auch lange noch jetzt hier. Ja, Freunde, kommen wir zur abschließenden Rubrik. Wie immer das große Finale. Sag mal, Stolle, eure Fragen, meine Antworten. Ob sie euch gefallen oder nicht, ist mir ja wurscht. Ihr müsst damit leben. Ihr wolltet es nicht anders. Fangen wir an. Ich lese es mir mal wieder selber. Ich mache es mir wieder selbst heute hier, direkt vor der Kamera. Danke, Yannick. Der Dario W. fragt, sag mal, Stolle, mir kommt zu Mobo eine Idee. Wäre er nicht ein typischer Patriot-Spieler? Alle sagen, was willst du mit dem? Und am Ende zaubert Bill und er ist der nächste No-Name-Man bei den Pats. Hältst du das für möglich? Dario, hätte ich das für möglich? Also ich halte es nicht für unmöglich, sagen wir es mal so. Aber ich glaube, wir müssen erstmal die Kirche im Dorf lassen. Mobo hat ja nie Highschool gespielt, nie College gespielt. Ihm fehlt also eine Menge Erfahrung, ihm fehlt eine Menge Know-how, Spielverständnis, technische Finessen. Selbst so Sachen wie täglich im Gym irgendwie Vollgas geben mit
genau ausgewogenen Übung und Ernährungsplan, bla. Selbst sowas fehlt ihm. Also, ne, da, er kam quasi aus dem Nichts. Da kann man auch nicht erwarten, dass alles da ist. Sicherlich hat eine Menge physische Fähigkeiten, die kann man einfach nicht teachen, die sind da und deswegen sind die Vikings mit ihm in love gewesen. Aber ist dann einfach nicht einfach, wenn du gegen Leute spielst, die seit 10 Jahren quasi darauf getrimmt werden, Profi zu werden, und du hast das damit angefangen, weil du hast Adrian Peterson im Internet gesehen. Das ist natürlich ein Unterschied, deswegen finde ich es auch völlig okay, dass es erstmal nicht geklappt hat. Also das ist jetzt kein Drama, und ich finde es noch viel, viel besser, dass Mobo sagt, ey, dieser Traum, den lebe ich weiter, das ist hier noch lange nicht vorbei, das Ding, dass er halt jetzt mit Adam Dury in Florida da ganz intensiv und hart trainiert, hat mir auch erzählt, dass er erstmal nicht plant, nach Deutschland zu kommen. Ich kann euch nicht sagen, wann er mal zurückkommt, ob in diesem Frühjahr, Sommer, aber das ist für mich ein Zeichen, dass er ganz klar weiß, wo er hin will, dass er wirklich, ja, diese Erfahrungslücke, nenne ich es mal, dass er sie versucht zu schließen. Das ist einfach unheimlich wichtig. Und wenn das gelingt, bin ich mir sicher, dass er nochmal eine Chance bekommen wird. Ja, und Patriots, ja, Belichick liebt diese Typen, die keiner auf der Uhr hat. Und gerade auf der Receiver-Position, ich meine, Chris Hogan war vorher, was, Lacrosse-Spieler? Julian Edelman war am College ein unterdurchschnittlicher Quarterback. Also durchaus ist das eine Geschichte, ein Typ, der mag, wobei die beiden natürlich ganz andere Spielertypen sind als Mobo. Keine Ahnung, ob es am Ende so kommt, aber wenn einer sagen würde, ja, aus dem kann, und tatsächlich überraschend was aus dem zaubert, was kein anderer so gesehen hat, nee, natürlich ist es ein Belichick, denn wer hatte denn gedacht, dass aus dem Edelman mal irgendwas wird und aus dem Hogan, da wurde auch nichts draus. Also definitiv ist da eine Chance, aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, völlig egal, wo er landet. Ne? Also wir wünschen uns alle nur, dass er irgendwo landet, dass er eine Chance bekommt, dass er die dann nutzen kann. Wo das ist, hey, das ist uns doch am Ende egal. Also wir wünschen Mobo auf jeden Fall alles Gute, ne? Und ihr da draußen garantiert auch. Nächste Frage. Die nächste Frage kommt von Pierre Po, okay. Pierre fragt, sag mal Stolle, was sagst du zu den sinkenden Einschaltquoten der NFL? Dieses Jahr sind sie ja wieder um 10% gesunken, was ich ziemlich viel finde. Ja, sind gesunken, war natürlich auch immer mal wieder Thema in den Medien, auch bei uns war es mal Thema. Aber ganz ehrlich, ich halte den Kram für völlig überbewertet und auch eine völlig natürliche Entwicklung. Du kannst nicht erwarten, dass diese Zahlen immer nur steigen. Das geht nicht. Es ist auch in dieser Sportart, die man hier in Deutschland so gerne spielt, ich will den Namen gar nicht aussprechen, ja auch durchaus ein Trend weg von diesem Sport, weg vom täglich Gucken. Ich meine, du wirst zugeschissen, auch mit Football. Du wirst Football mittlerweile auch auf den Donnerstag. Und, also nicht nur Sonntagmodus, sondern auf den Donnerstag. Oder gerne mal mittlerweile selbst auf den Samstag. Also es gibt rund um die Uhr Football. Selbst wenn es kein Football gibt, gibt es rund um die Uhr Football. Es gibt immer, guck jetzt die Offseason an. Warum macht die Footballerei in der Offseason weiter? Weil es genug Stoff gibt. Das ist geil für uns und geil für richtige Fans. Und es ist völlig nachvollziehbar, dass Leute auch mal sagen, komm ey, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, ich will es nicht mehr. Dieser ganze Nationalhymnenkram, also ich bin mir sicher, der hat Leute beeinflusst. Sowohl mit der Idee, sich das anzugucken, als auch mit der Idee, ins Stadion zu gehen. Aber ich glaube sogar noch viel mehr mit dieser Stadiongeschichte. Weil im Fernsehen siehst du die Hymne eh nicht wirklich so oft. Und wenn du sie nicht sehen willst, ja, dann schaltest du halt 2 Minuten später ein. Also in der nächsten Werbepause halt. Also da sehe ich es jetzt nicht so dramatisch, dass es da wirklich daran gelegen haben soll. Ja, also man muss erstmal gucken, die grundsätzliche Entwicklung. Ja, die NFL-Ratings sind runter. Woran liegt das? Ich glaube, ist ein allgemeines Ding sowieso. Zum einen, wie gesagt, ist es der Überfluss, den die Leute haben. Zum anderen ist es nicht nur in der NFL so. Es gibt auch alle anderen Sportarten in den USA haben ähnliche Probleme. NASCAR bricht völlig ein. Und auch die anderen großen Basketball, Baseball, Eishockey, denen geht es nicht anders. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Fernsehproblem.
Tatsächlich haben die Top 4 Channel in den USA, also CBS, NBC, ESPN und ABC, glaube ich, im Schnitt 8% Einschaltquoten eingebüßt über das letzte Jahr. Im Schnitt 8% für alles. Für alles. Für grundsätzlich alles, was im Abendprogramm lief. 8%. Unabhängig davon, ob es jetzt NFL war oder nicht. Und wenn man die NFL da rausrechnen würde, ist die Quote noch beschissener. Also kann man sagen, okay, die NFL ist gar nicht das Problem. Das Problem, glaube ich, ist wirklich grundsätzlich, was die Leute heute gucken und wie die Leute heute gucken. Ich meine, ey, ihr da draußen habt doch auch wahrscheinlich Amazon Prime und Netflix und YouPorn haben sowieso die Hälfte von euch und keine Ahnung. Also jeder guckt doch heute anders und man guckt doch nicht mehr einfach, man schaltet doch nicht den Fernseher an und sagt, das will ich jetzt sehen. Oh Mensch, das schaffe ich heute nicht, dann muss ich es aufnehmen, sondern es gibt doch tausend Möglichkeiten, den Scheiß zu gucken, wann du willst. Und das, glaube ich, hat auch viel damit zu tun, dass es so ist, wie es ist. Aber ich, ey, ganz ehrlich, ich sehe da kein Drama, dass die Zahlen jetzt 2 Jahre in Folge ein bisschen runtergegangen sind. Es ist einfach so. Ja, trotzdem verdient man mit dem Sport noch genug Geld. Hey, übrigens, selbst im College Football sind die Zahlen runtergegangen. Selbst da sind die Zahlen runtergegangen. Und da gibt es keine Probleme mit Nationalhymnen und wie und ba und bo. Und da sind die Big Games sind bigger als zuvor. Es ist einfach der Überfluss und das Sehverhalten, nennt man das so? Nee, gar nicht. Also macht euch keine Sorgen, wird weitergehen mit Football. Nächste Frage. Die nächste Frage kommt von Fake-tastisch. Toller Name. Den lasse ich mir nochmal auf der Zunge zergehen. Fake-tastisch fragt, sag mal Stolle, was hältst du eigentlich von Jay Gruden? Macht meiner Meinung nach einen echt guten Job, schon seit Jahren mit der Redskins Offense, obwohl da nicht immer so viel Talent ist, beziehungsweise war. Und wer profitiert mehr voneinander? Cousins von Gruden oder andersrum? Außerdem würde ich gern deine Meinung dazu wissen, wie du mit der Cousins-Situation umgehen würdest. Das ist ja wieder ein Trick hier, wieder mehr als eine Frage. Mensch, ey, unfassbar. Also, was fällt mir zu Gruden, zu Jay Gruden und den Redskins ein? Erstmal, Chapeau, Jay Gruden. Jay Gruden hat das geschafft, was kein anderer Head Coach bei den Redskins geschafft hat, seitdem Dan Snyder der Besitzer ist. Jay Gruden geht in seine 5. Saison bei den Redskins. Hey, gratuliere. Das hat kein anderer geschafft. Das ist schon mal eine Menge wert. Und das zeigt auch, glaube ich, die Wertschätzung, die Snyder für ihn hat. Und auch, dass die vergangene Saison, ja, unter, sagen wir mal, besonderen Verhältnissen gelaufen ist. 20 Spieler waren auf IR, davon 13, die Starter waren oder so mega wichtige Backups, die also immer viel Einsatzzeit bekommen haben. Das ist schon richtig, richtig viel. Man muss ja sagen, dass die Redskins relativ lange gut mitgehalten haben. Ich erinnere mich an den Sieg in Seattle. Dann gibt es natürlich auch Spiele wie gegen die Chiefs oder die Saints, wo mehr drin gewesen wäre. Und dann ist das so ein hätte, wäre, wenn. Ne? Am Ende 7 und 9 natürlich nicht grandios, aber irgendwann war einfach der Saft raus. Irgendwann konnten die ganzen Verletzungen einfach nicht mehr abgefangen werden. Deswegen finde ich es auch okay zu sagen, wir machen mit dir weiter. Aber natürlich ist der Druck groß. Das hat er auch selber jetzt nach der Saison schon gesagt. Der Druck ist riesig. Das ist keine Frage. Ich meine, du willst nicht 3 Jahre in Folge die Playoffs verpassen, weil dann ist definitiv Tschüss auf Wiedersehen. Aber Gruden hat noch Vertrag bis 2020. Und tatsächlich ist es so, dass die letzten 3 Jahre dieses Vertrags garantiert sind. 15 Mille. Insofern schmeißt ihn jetzt raus. Was gewinnst du? Im Endeffekt verlierst du erstmal eine Menge Kohle. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Ja, was fällt mir ein zu den Redskins, wenn ich ein bisschen rangucke, sage ich, die haben trotzdem, finde ich, viele Lücken. Wie gesagt, Verletzungen war das eine Thema, die O-Line. Ich glaube, am Ende haben nur noch 2 der 5 Starter vom Season Opener auf dem Roster gestanden. 26 O-Line-Combinations hatten die im Laufe der Saison. 26. 9 verschiedene Running Backs im Roster. Also das sind so ein paar Hinweise, dass du echt, echt dünn besetzt warst. Die großen Probleme sind für mich aber zum einen, finde ich, muss an der D-Line verstärkt werden. Gerade so richtiger Nose Tackle wäre mir gut. Linebacker mit Compton, Foster und Brown sind wahrscheinlich die 3 besten Linebacker-Free Agents. Und ich bin mir ziemlich sicher, obwohl die Redskins, glaube ich, Nummer 6 sind, stand jetzt im Salary Cap mit, oh, was waren das? Knapp 54 Mille, die sie haben. Schwer vorstellbar, dass alle 3 Linebacker da bleiben werden. Josh Norman hatte ein Jahr, fand ich, zum Vergessen.
Dennoch ist da Talent im Defensive Backfield. Die O-Line braucht Verstärkung und was ganz dringend Verstärkung braucht, ist Wide Receiver. Also da hatten sie, glaube ich, sich viel mehr von versprochen, aber machen wir uns nicht vor, Terrell Pryor war ein kompletter Fehleinkauf. Also mal komplett. Der ist Free Agent und der wird auch fürs halbe Geld wieder irgendwo spielen müssen. Würde mich nicht wundern, wenn er nach Cleveland zurückgeht oder nach Oakland. Jameson Crowder ist okay gewesen, fand ich, hat aber. Hatte ich mir auch mehr versprochen, nach dem, was er 2016 abgeliefert hat. Und der Doctson, der war vor, ich glaube, 2 Jahren First-Round-Pick. Also so spielen tut er nicht. Also die Redskins hatten enorme Probleme mit den Receivern. Kein Team, glaube ich, hatte mehr Drops als die Redskins. Es war teilweise wirklich peinlich. Insofern, da ist eine Menge, was gemacht werden muss und verbessert werden muss. Wird also nicht einfacher und das in der Division, wo wir sagen, die Eagles sind bärenstark. Die Cowboys. Oh, finde ich total schwer einzuschätzen, aber definitiv ist da natürlich viel Potenzial am Start. Ich bin halt bloß kein Fan von Jason Garrett, mach ich euch nichts vor. Und die Giants sind für mich so ein Team. Also, da, wenn der Shermer die richtigen Knöpfe drückt, dann ist da mit viel zu rechnen. Nicht ohne Grund haben viele Leute vor der Saison gesagt, die sind richtig gut, ich gehöre da auch dazu. Also, es wird schwer für die Redskins. Die größte Situation ist natürlich Kirk Cousins. Ja, wer hat da von wem profitiert? Also am Ende, glaube ich, haben beide und im Vergleich viel voneinander profitiert. Also ich bin mir sicher, dass ohne Cousins das ein oder andere Spiel verloren gegangen wäre. Aber auf der anderen Seite ist halt auch Gruden, finde ich, ein guter Coach, der sein Team insgesamt gut einstellt und der sicherlich auch mit einer Alternative hätte durchaus das ein oder andere Spiel gewinnen können. Wie es jetzt weitergeht, ja, gute Frage. Ich persönlich, irgendwie glaube ich, dass das eine Ehe ist, die länger hält in Washington. Ich kann mir einfach, also wenn die Redskins nicht einen komplett krassen Plan haben, dann sehe ich einfach nicht, dass sie woanders hingehen wollen. Weil, machen wir uns nichts vor, was ist auf dem Markt drauf? Also, wahrscheinlich wird ein Alex Smith zu haben sein und ein Tyrod Taylor. Sind das jetzt Quarterbacks, die besser sind als Kirk Cousins? Also Taylor definitiv nicht. Und Smith sehe ich jetzt in einer ähnlichen Kategorie. Wobei Cousins, finde ich, jetzt schon über die Jahre mehr abgeliefert hat. Als Smith, der jetzt vergangene Saison seine mit Abstand beste hatte und vorher eigentlich als jemand galt, der dich sicher durch eine Saison bringt. Punkt. Insofern glaube ich, dass du mit einem Cousins. Bist du besser dran und jetzt auf einen Rookie zu gehen? Oh, willst du wirklich das Risiko eingehen? Weil dann, gerade als Head Coach, weiß ich nicht, ob du über die Nummer so glücklich wärst, mit einem Rookie reinzugehen, wo du dieses Jahr definitiv die Playoffs erreichen musst, um deinen Job zu behalten. Fände ich schwierig. Also, ich glaube, die Redskins wären gut beraten, mit Cousins weiterzugehen. Natürlich ohne Franchise Tag, weil da reden wir irgendwie von 34 Mille oder so. Das ist natürlich völlig absurd, so viel Geld zu zahlen. Ich sage, sie wären gut bedient, mit ihm weiterzuarbeiten, ihn zu behalten und nicht zu gucken, dass sie irgendjemand anders finden. Aber hey, ich bin mir sicher, das wird ein super Thema in den nächsten Wochen und Monaten. Weiter geht's mit einer Frage von Chris Bo oder Bo, Doppel-O. Das kann man so, also sag mal, Stolle. Wird der Flacco-Deal durch den immer steigenden Salary Cap etwas in seiner Schwere abgemildert? Was würde mit solch einem Deal passieren, wenn der Salary Cap mal einbrechen sollte? Also. Naja, ja, was soll man dazu sagen? Also, ja, das Cap steigt jedes Jahr. Insofern wird es natürlich in Anführungsstrichen weniger schlimm, aber das ist eigentlich Quatsch, weil auf der anderen Seite kostet er auch 2018 mehr als in den Jahren zuvor. Das mag nur mal eine halbe Mille sein oder mal 2 Millionen, was vielleicht in der Höhe gar nicht mehr auffällt, aber die meisten Deals sind ja so angelegt, dass sie quasi hinten raus richtig teuer sind. Aber man da irgendwo an einen Punkt kommt, wo man zwischendurch schon eine Option hat oder sagt, oh, du bist ja jetzt ein bisschen älter, lass da mal drüber reden. Also vorne ist eigentlich normalerweise viel Guaranteed Money, die ersten 1, 2 Jahre und weniger Gehalt und dann dreht sich das, damit quasi der Spieler sagen kann, hey, die Kohle habe ich sicher und auch das Team irgendwann sagen kann, okay, du hast da eine Menge Kohle verdient, jetzt bist du 35, lass nochmal drehen. Die letzten 2, 3 Jahre war nicht so doll. Also insofern. Ist gehopft wie gesprungen, sagt man das nicht so? Cap einbrechen, ne, sehe ich nicht, wird nie passieren.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal passiert. Da haben die schon einen genauen Plan und sich das zurechtgelegt, wie das Cap jedes Jahr steigen wird. Insofern, aber sollte aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung, der liebe Gott sagen, das Cap wird kleiner, dann hätten ja alle möglichen Teams Probleme, die teure Spieler haben. Egal, ob es ein Quarterback ist oder ein D-Liner oder ein Linebacker, weil dann ein Spieler entsprechend größeren Anteil des Gehalts fressen würde. Insofern gehe ich davon aus, dass dann alle irgendwie ein bisschen auf Kohle verzichten müssen. Insofern, ja. Die Ravens, ja, hängen wohl fest an Flacco, hilft ja nichts. Tatsächlich rauskommen, sauber rauskommen würden sie erst nach der Saison 2019. 2 Jahre müssten sie noch. Der Cap-Hit nach 2008, jetzt wäre, ich glaube, irgendwo 24,5 Millionen, 24,75, glaube ich, für 2018. Ist eine Menge Kohle. Also, ich glaube nicht, dass sie ihn einfach so loswerden. Der Baltimore muss ja durch. Haben wir denn noch was? Tatsächlich haben wir noch eine Frage zum Abschluss. Wenn ich hier nicht einschlafe. Maurice Edelman ist wahrscheinlich der kleine Bruder von Julian Edelman. Maurice hat eine College-Frage. Das gefällt mir doch zum Abschluss. Sag mal, Stolle, denkst du, dass nächstes Jahr bei der Florida Atlantic University die Andre Johnson spielen wird als Quarterback? Oder sie sich Jalen Hurts von Alabama holen werden? Ist ja durchaus beides realistisch, nachdem der Quarterback dort zurückgetreten ist. Da bringe ich jetzt erstmal für euch da draußen, die sich jetzt nicht mit Florida Atlantic auskennen, ein bisschen Licht ins Dunkel. Florida Atlantic, relativ kleine Uni, aber seit 2017 ein extrem bekannter Head Coach. Lane Kiffin ist dort hingewandert, um es nochmal als Head Coach zu probieren. Sein Quarterback war für den Großteil der letzten Saison Jason Driscoll. Und der hat nach dieser Saison jetzt die Karriere beendet. Jason Driscoll war eigentlich immer nur der kleine Bruder von Jeff Driscoll. Der war Quarterback für Florida, ist dann transferiert nach Louisiana Tech und dann gab es sogar ein bisschen NFL-Schnuppern. Und Jason war eigentlich immer nur der kleine Bruder und auch weit weniger talentiert, sagte man. Hat aber irgendwie against all odds immer wieder Wege gefunden zu spielen für Florida Atlantic. Schon vor der Saison hieß es, der Typ spielt garantiert nicht. Ja, und dann nach dem durchschnittlichen Start hat er seine Chance bekommen und tatsächlich, FAU, ich glaube 10 Siege in Folge, die Conference USA gewonnen und dann auch den Boca Raton Bowl gewonnen. Also granatenhaft durchgegangen, die Mannschaft, fette Offense von Lane Kiffin. Also er hat eine sehr ordentliche Saison gespielt und hat sich jetzt entschieden, hey, ich habe meinen Abschluss. Oder ich mache jetzt, ich glaube, er macht jetzt im Frühjahr seinen Abschluss und ich beende meine Football-Karriere. Ich könnte, hätte noch ein Jahr, aber mir reicht's. Ich will mich eher auf meine berufliche Laufbahn konzentrieren. Ist eine überraschende Entscheidung, gerade am College fällt mir eigentlich so spontan niemand ein, der, obwohl er noch spielen könnte, sagt, er hört auf. Ist ja, hängt ja auch ein Stipendium da dran. Aber gut, wenn er jetzt seinen Abschluss sowieso macht in diesem Semester, dann braucht er das auch nicht mehr. Aber ja, ich glaube, es hat auch damit zu tun, was denn da bei Florida Atlantic abgeht. Du hast ja schon angesprochen, die Andre Johnson, der war ja auch jetzt die Saison schon da, bekam aber keine Einsatzzeit. Der ist am Start und dazu haben sie aber noch Chris Robinson, der war Oklahoma vorher mal, auch ein Transfer. Und beide sagen die Experten, sind definitiv bessere Quarterbacks. Also der Driscoll war jetzt nicht unbedingt eine Wurfmaschine, sondern er hat eher mit seinen mobilen Fähigkeiten überzeugt und wenig Turnovers gehabt. Zumindest jetzt im letzten Jahr. Johnson und Robinson sind wohl die besseren die besseren Quarterbacks in dem Sinne. Insofern hat Kiffin auch ganz klar schon gesagt nach der Saison, nee, Driscoll ist hier gar nichts gesetzt. Wird ein Open Competition, da hat er vielleicht einfach keinen Bock mehr drauf gehabt oder gesagt, okay, ich habe alles gewonnen, was ich gewinnen kann. Ich habe die Conference USA gewonnen, ich habe ein Bowl Game gewonnen, die beste Saison der Schulgeschichte so ungefähr. Also, und habe jetzt einen Abschluss. Ja, das war's. Was Jalen Hurts angeht, ist ja quasi eine zweite Frage. Erstmal, da stellt sich ja erstmal die Frage: Jalen Hurts, verlässt er Alabama?
Viele von euch haben es mitbekommen sicherlich, dass er im National Championship Game zur Halbzeit gebencht wurde. Und das, obwohl seine Bilanz vor dem Spiel 25 Siege in 27 Spielen war. Und in 2 Jahren College Football, da ist er auch ein junger Bursche, zweimal ins Endspiel gekommen. Also kein so schlechter, sage ich jetzt mal, als Game Manager. Aber viel mehr hat er tatsächlich bisher nicht gezeigt. Also er hat keinen Mörderarm. Und es fehlt so ein bisschen dieses Jalen Hurts takes the next level. Und dann kam ja nun der Tour-Nachname, kann ich nicht aussprechen, zur Halbzeit, der super hyped Quarterback-Prospect aus Hawaii. Und ich bin mir sicher, das wird eine geile Competition zwischen den beiden in der Offseason, im Spring. Sehe ich Jalen Hurts als Transfer? Aktuell nein. Aktuell sage ich nein. Warum sollst du Bama verlassen mit der Bilanz, die du da hast, mit der Reputation, die du da hast? Und man muss ja sagen, der andere Kerl, der hat ja auch erstmal nur eine Halbzeit in einem Meaningful Game gespielt. Natürlich war es nicht irgendein Spiel. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber es war auch nur eine Halbzeit. Also lass sie mal wirklich den kompletten Spring in Competition gehen und dann mal schauen. Also wenn es wirklich so ist, dass nach dem Spring ganz klar Nick Saban sagt, Tua ist meine Nummer 1 und Jalen, sorry, dann könnte es nochmal interessant werden, dass er wirklich überlegt, Transfer rauszugehen und nochmal woanders hinzugehen. Ne? Dann könnte es interessant werden, aber Stand jetzt sage ich, ist Jalen Hurts. Auch wenn er natürlich, wie gesagt, Lane Kiffin, du bist ja wahrscheinlich darauf gekommen, Lane Kiffin war ja vorher Alabama. Natürlich ist eine Verbindung da, aber wie gesagt, er hat jetzt mit Johnson und Robinson auch zwei talentierte Quarterbacks da. Also selbst wenn er Alabama verlassen sollte, glaube ich nicht, dass er nach Florida Atlantic gehen wird. Da gibt es andere Unis, die dann eher noch schreien werden. Ja, so viel dazu. Jetzt sind wir aber auch, es waren zwar nur 5 Fragen, aber ich glaube, wir haben ewig geplaudert, oder? Seid ihr noch da? Hallo? Klopf, klopf, seid ihr noch da? So was für, sag mal, Stolle diese Woche. Ich weiß, ihr seid ein bisschen traurig. Mir geht's nicht anders. Ich habe hier ein kleines Tränchen, ein ganz kleines Tränchen gerade eben verdrückt. Aber es ist soweit. Es ist soweit. Die Sendung ist vorbei. Reicht für heute. Schluss. Finito. Ich hoffe, ihr habt euch wieder einigermaßen gut unterhalten gefühlt. Ich hoffe, ihr habt eine Menge Ideen für eine Menge Fragen, die ihr hier runterkloppt. Und natürlich abonniert den Channel. Ist ja selbstverständlich. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Das Stolle dann wahrscheinlich irgendwo on the road. Lasst euch überraschen. Nächste Woche wieder. Bis denne.